So, hallo Freunde, willkommen zurück zu Limbo. Ja, ich habe jetzt hier mal ein bisschen rumprobiert und überlegt und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass man ja hier auf dem Fahrstuhl die Kiste drauf tun kann. Also ich fahre den jetzt mal runter. Und wenn man die dann drauf schiebt, dass man da irgendwo hinkommt, wo es, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Boah, ich war jetzt auch gerade relativ angepisst. Das muss ich jetzt einfach mal erzählen. Gerade eben. Ich wollte gerade die Ich wollte gerade die Aufnahmetaste drücken. Dann klingelt das Telefon, ey. Also, da legen es Leute wirklich drauf an, dass sie mir die Aufnahmen dadurch zerstören. Hm, was ist das? Oh, eine Kiste. Oh, Schwebefunktion. Kann man die... Hey, ich habe eine Kiste. Nein, 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 nein. Ja, gut gemacht, Schwerkraft. Und jetzt? Ach. Moment. Da muss ich jetzt... Ah, das lässt sich also von der Umgebung beeinflussen. War hier hinten nicht auch noch diese Schwerkraftballen-Dings? Tun? Dingsen? Bumsen? Muss ich jetzt auch mal gucken. Wie war denn das jetzt? Ach, fliegt es dann hoch, wenn ich da hinten das auch aktiviere? Wow, Beine von der Kiste zerstört. Boah, schlimm sowas. Ja, ich habe jetzt auch ein neues Headset, also so eins mit großen Ohrmuscheln und so, ja. Und man muss sagen, es ist schon eine Abwechslung, weil ich hatte davor... Oh, habe ich mich doch ein bisschen erschrocken. Ich hatte davor nur so einen Bügel... Wow! Ah, Kiste! Erschreck mich nicht so! Oh. Ich hatte davor nur so ein Bügel-Headset. Aber das ist nicht mehr so ganz, sag ich jetzt mal, tadellos, nachdem es jetzt ein paar Fehler hat. Und beim rechten Ohr der Sound irgendwie voll für den Arsch ist. Jetzt. Und auch generell das letztens, als ich es aufgehockt habe... geknackst hat, habe ich mir jetzt gedacht, ja, bevor ich jetzt dann am Schluss blöd dastehe, wenn mein Headset dann abkratzt, kaufe ich mir dann gleich mal ein neues. Weil es, ja, dann ist es, also insbesondere ein Headset, weil dann habe ich nämlich auch noch eine gute Alternative, falls mal mein Mikrofon hier, mein Studiomikrofon mal kaputt gehen sollte oder sonst irgendwie aus unerklärlichen Gründen nicht funktionieren sollte. Dann kann ich mit dem noch einigermaßen gute Nachrichten übermitteln. Ohne dass man gleich einen... Oh nein. Jetzt habe ich es verschoben. Ohne dass man da gleich einen Hörschutz von bekommt. Ja, und anscheinend habe ich jetzt gerade das Rätsel gelöst. Völlig geistesabwesend. Oh. Oh, oh. Das ist so richtig. Jetzt kann man hier doch eine Treppe bauen, oder? Setz dich los. Ah, gut. So. Gut gemacht. Oh, jetzt dachte ich gerade, es springt. Was war das? Ich will es gar nicht wissen. Oh. Oh je, kommt jetzt wieder was? Wow. Heilige Mutter. Aha. Hä? Ach, das da oben ist ein Magnet. Das verstehe ich auch. Also, ja, da ist ein Magnetzeichen. Ich glaube mal. Und das war jetzt doch jetzt gerade... Ach, es war völlig überflüssig. Aha. Jetzt habe ich es, glaube ich, gerallt. Gecheckt. Man muss erst... Okay. Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, das wieder... Wow. Jetzt ist es aber gut geflogen. Ah, ich verstehe. Wenn ich das jetzt hier hochziehe, dann fliegt nur das eine hoch, weil das da hinten vom Magneten nicht festgehalten wird.
Warum? Moment, ist da oben jetzt beidseitig... Boah, spring hoch! Beidseitig auch ein Magnet oder ist es nur auf einer Linie? Ich weiß nicht. Ja. Leider. Wie funktioniert denn das dann? Das ist doch jetzt... Alter, das sind zwei Schalter. Das wird doch jetzt wohl nicht zu viel verlangt sein. So, was gehört denn der Magnet hier? Nur zu dem da oben. Muss man das irgendwie nur teils hochspringen lassen? Ja, irgendwie hat das jetzt nicht so ganz geschafft, wie ich das jetzt wollte. Klebt das da unten dann jetzt? Ah, ich hab's geschafft. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich hab's geschafft. Ja. Ach so. Kann auch sein, weil das eine weiter am Boden ist. Also näher am Boden ist als das andere. Oh je. Das ist nichts Gutes. Nein. Ach. Ich sehe schon, jetzt ist die Seilrutschbahn. Ah, ich krieg's, ich krieg's, ich krieg's. Du! Nein! Ah, ich bin tot. Geil. Ja, schon wieder geschafft. Ach nee, jetzt habe ich verpennt. So, Moment, gleich habe ich's. So, jetzt aber. Nein! Ihr habt es gesehen, ich hab's fast berührt. Fast. Los. Jetzt komm, jetzt schaff ich's. Los, Nase kratz. Jetzt aber. Wow. Ich wette, wäre ich draufgegangen, wenn ich dagegen klatsche. Wow, das ist ein Hausdach. Das war ein Fehler. So, mal kurz einen Schluck Wasser trinken. So, ist das toll. Muss ich da irgendwie abspringen oder wie? Ah, in die Klinge. Geil, und jetzt? Ja, jetzt dachte ich gerade. Was ist jetzt los? Ach, da oben. Kann man sich da festhalten. Ach, das ist alles so wirr. Über diese Seile, die man sieht und dann die... Hä? Ach, da unten. Da unten ist ein Seil. Aber komme ich da ran? Ja, so mal nicht. Also es kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln oder so. Wie kommt man denn da hin? Mal ganz abgesehen davon, dass man da voll in die Kettensäge springt. Oder so. Hä? Moment. Warum kann man sich denn an diesem einem Seil, das Bruder hängt, nicht festhalten? Ich verstehe es ja nicht. Ach! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah. Nein, nein. Mein Leib.
Er fliegt. Senkrecht. Waagrecht. Los. Hä? Wie sollen das überleben? Ach, da, dieser Schalter da. Nein, nein. Da ist der Schalter. Ich sehe ihn. Das ist verwirrt alles. Das war klug. Okay, das muss ich echt dann richtig teilen. Wow. Das war knapp. Wow. Jetzt ist aber gut hier. Ich hab Angst. Kannst du mal bitte darunter? Ach, du hättest dich doch fast festgehalten. Stell dich noch nicht so an. Nein, spring. Boah, ich krieg da immer voll den Schock, wenn er das nicht rafft oder nicht hinbekommt. Ich höre meine eigene Stimme übrigens kaum. Oder kommt mir zumindest so vor, aber ich glaube, das ist einfach nur Gewöhnungssache. So, darüber. Boah, gerade noch. Gerade noch. Oh, bitte dreh dich nicht. Mensch, Tastatur richtig hinrücken. In welche Richtung? Ich vermute es einfach mal in diese. Ja. Na, 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 ich bin ein kleiner Junge. Ein so wunderschönen Tag. Ich könnte mir gar keinen besseren vorstellen. Wow, im Hintergrund. Zeit, oh Gott, Zeitanzeige. Hä? What in that? Muss ich das verstehen? Hä? Was muss man denn hier machen? Okay. Eins weiß ich. Ich bin tot, wenn ich da unten hinkomme. Okay, und das war schon mal nicht gerade produktiv. Hm. War da hinten jetzt nicht, wie ich gesehen habe, ein... Ach. Oh. Oh, jetzt verstehe ich. Ach, scheiß Schwerkraft. Wer braucht schon sowas? Das ist doch völlig unnötig. Ich meine, mehr Kraft. Vor allem Schwerkraft. Optional. Nein! Ich bin zu langsam. Und insbesondere verwirrt mich das alles mit diesem doofen Überkopf. Los, 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 los. Wie zum Geier soll das gehen? Kann mir das einer sagen? Hä? Irgendwie so schnell hin. Das geht ja noch. Aber allein dieses Kreissägen, Kettenrad, etc. Dings, Bings, Bums, Teil, lässt ja schon meinen Plan irgendwie scheitern. Ich weiß ja nicht. Und dieses Ticken ist auch nicht gerade hilfreich. Es ist schon... Das muss irgendwie anders gehen. Kann man hier einen... Nee, das kann man nicht ziehen. Das wäre auch etwas surreal. Ein bisschen. Kann man nicht einfach runterspringen? Oh, nee. Hm. Ach, ich wollte... Ja, ist natürlich auch eine echte Freude, den Jungen ganz beim Sterben zuzusehen, aber keine Ahnung, ich will halt auch irgendwie mal weiterkommen. Oh, ich habe da so eine Ahnung. Man muss Teilschritte machen. Ah, jetzt. Ah. Jetzt verstehe ich auch, warum er da wieder zurück kann. Ah, jetzt. Es ist also gar nicht
so unklug, denke ich. Ah, jetzt habe ich hier auch eine viel bessere Position, um die Kiste zu schieben. Hätten wir jetzt gleich raufgehen sollen. Nein! Ach, Menno. Die Kiste auch. Hat's gespeichert? Oh nee, ganz bestimmt nicht. Ach, ich kenne das Spiel doch. Es mag mich nicht. Hätte ich dann gleich gehen sollen, oder? Ich weiß ja nicht. Jetzt hoffe ich, quetsche mich die Kiste nicht gleich. Ach, perfekt. Die richtet sich gerade höchstens selber hin. Also im Sinne von... Ja, ihr wisst schon. Boah, jetzt aber. Es könnte jetzt nicht gesprungen werden. Zieh dich hoch. Boah. Nein! Wie, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Nein. Nein! Das kann nicht sein. Das ist ja geil. Los. Wow. Das war jetzt echt haarscharf. Sehr haarscharf. Los. Ich schaff das. Stück für Stück. Step by step. Ja. Jetzt muss ich wieder sterben. Dann ist alles okay. Alles im Buddha. Los. Ich hab das geschafft. Jetzt aber. Boah, jetzt hätte ich mich aufgeregt. Oh nö. Was ist das denn? Okay, ich verstehe hier gerade gar nichts, ne? Oh, mein Kopf fliegt noch nach oben, geil. So, ich würde sagen, hier beende ich dann mit Part mal, ne? Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein, Runner. Over and out.